Hallo und herzlich willkommen zur 43. Folge, meine lieben Freunde. 43. Folge von Let's Play Transport Fever. So, wir gehen hier ein bisschen weiter raus. Heute wollten wir mal gucken, wie das Logo ausschaut. Deswegen habe ich mir schon mal letzte Folge diesen Zug hier geschnappt und wollte mal gucken, wie der hier drauf ausschaut. Zack. Ah, ne. Wir müssen da oben draufklicken. Zack. Logo. Kein Logo. Zack. Wie ihr das Logo hier importieren könnt, dazu ein externes Video. So, gucken wir uns das an. Hier vorne ist das jetzt drauf. Hier. Es gibt nämlich das ETC. Ja. Mal, hier ist es überall drauf, dieses Logo. Warte, ich mach mal kurz Stopp, dass man das auch lesen kann. Wenn ich hier etwas näher rankomme. Also hier steht. Esmeraldi, oder? Ne, Esmeralda Transport Company, also Esmeralda Transport Company ETC. Darum habe ich hier am Anfang auch immer ETC genommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch ist. Ich habe das, glaube ich, umbenannt. Genau, ich habe das umbenannt hier. Zug 1 bis 70. Oh, das ist aber irgendwie nicht so schön, dass das so ist. Oh, 10 Millionen, meine lieben Freunde. Es lübt, würde ich sagen. Wir gehen jetzt erstmal hier in die Depots. Das können wir einfach mal so machen. Zack. Und klicken hier auf Verkaufen. Und die fahren noch ins Depot. Hier sind noch Straßenfahrzeuge drin. In diesem Depot. Tun wir mal verkaufen. Die sind noch nicht da. Aber die sind gleich da. Wir lassen mal das Fenster hier auf und kümmern uns mal um den Fahrzeugersatz. So, gehen wir mal ganz nach oben. Hier oben ist nichts. Zack, zack, zack. Die können wir jetzt umändern. Das sind ja Trams, ne? Sind aber keine E-Trams. Details. Finanzen. Naja, so lala. Das sind keine E-Trams. Okay, Fahrzeugersatz. Was sagt denn hier? Statt Banale. Hola. Die sagt 7 Passagiere. Diese, aber hier ist oben ein Püpsel. Seht ihr das? Elektrische Tram und das ist eine Dampftram. Nehme ich wahrscheinlich auch erstmal die. Nee, 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 nicht die Bahnhalle. Die hier. Genau, ja. Und so, bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Muss mal kurz Nase schnaufen. Das wollte ich euch jetzt nicht antun. So, hier sind noch Postkutschen. Postkutschen. Gibt es doch bis jetzt auch schon den. Sehen die irgendwie besonders aus? Die sehen aus wie Postkutschen. Gelb. Wir werden versuchen, den auch mal gelb zu halten. Zack. Okay. Ja. Kreuz. Dann haben wir hier. Fahrzeug wählen. Zack. Ich nehme an, dass die auch gelb sind.
schauen die denn aus? Die ist orange eher, oder? So ein bisschen orange. So, orange. Okay, lassen wir mal so. Oder rot, oder? Hm. Der hier. Der Typi. Oh, der ist auf jeden Fall rot. Der ist auf jeden Fall rot. Oh, Farbe, rot. Zack. Ja. Ah, wenn das ja immer so rumspackt hier in dem Fenster. Meine Maus ist nicht mehr die neueste. Hätte ich mir eigentlich zu Weihnachten wünschen können. Naja. Hausner Kocke. Guck mal. Was hat er denn so? Zack, zack. Erstmal die vier Boote hier auflisten. Voll. Also hier. Halb voll. Halb voll. Halb voll. Halb voll. 50 gehen mit. 4 Minuten. 4 Minuten ist nicht wenig. Nicht viel. Ist nicht viel. Das kann man dann aus einer Kocke für einen Fahrzeugersatz wählen. Fahrzeug wählen. Wir passen ja 75 rein, aber das macht ja auch keinen Sinn. Deswegen lasse ich das erstmal so. So. Jetzt haben wir ja hier Kattelhof. Hier, ETC. Da steht's. Es sind 10 Wagen dran, also passen in einen Waggon 8 Passagiere. Aber hier ist schon was. Gibt's denn nicht schon was Neues? Ja, wollte gerade sagen. Der, wie viel schafft der? Der schafft 60 Stundenkilometer. Der nur 50. Ist ja wirklich schon ein Unterschied. Elektrisch gibt es noch nichts, Diesel auch noch nicht, nur Dampf. So. Die fahren alle nur 50. Und hier die fahren auch 50. Dann können wir das auch so lassen. Das passt so. Das passt so. Gucken wir uns die zweimal an. So, die Fenster machen wir mal zu. Ach so, jetzt habe ich hier was vergessen hier. Nee, das bleibt ja, das bleibt ja, das bleibt ja hier. Ich mach's nicht weg, aber ich tue es nur umändern. Das ist Zug 11. Darum kommt hier vorne auch eine 11 hin. Ich wollte das jetzt doch anders machen, dass es ein bisschen übersichtlicher ist. So, ETC 1102. Haben wir das auch gleich mal geklärt. Der fährt voll, der fährt voll. Ich gucke auf die Linie. Und hier warten 37. Hier warten 70. Also wenn wir da an jeden noch mal einen ranhängen, wird das wahrscheinlich. Der kommt weg. Genau. Soweit muss machen. So wollten wir es tun. Reinkommt. So und. Da ist es ja am besten. So, haben wir hier schon. Fahrzeugersatz möchte ich aber haben. Fahrzeug wählen. Das ist ja der logischerweise. Die sind teurer, ne? Die sind ein und teurer. Aber komm, wir haben die jetzt einfach mal, ne? Und 88 kriegt man auch raus. Wenn wir hier, also 6 Wagen ranhängen, 8 Wagen ranhängen.
Hier werden es dann 10, 11. Und 11 mal 8, 11 mal 155. Oh, da habe ich hier einen Taschenrechner. Ah! Gibt's da nicht. Oh, brauchst gar keinen Taschenrechner, geht um den Kopf. So. So, 10 mal 155 ist ja klar, ne? Das sind ja 1550. Plus nochmal zuzüglich 155 sind wir dann bei 1000. Was sind das? So, das sind das hinten 5, 6 und 6. Das sind wir bei 1665 Dollars. Wenn wir jetzt die nehmen, und da brauchen wir ja nur 8 Stück. Mal 8. So. Wenn ich das jetzt mal 10 nehme, dann sind wir ja bei 2550. Und zweimal das Ganze sind 52, sind 510. Minus 510 sind bei mir 2040 Dollar. Kommst du dennoch teurer? Hätte ich nicht gedacht, aber kommst du dennoch teurer? Wir haben es aber gerade. Und da setze ich jetzt einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wägelchen hier ran und sage einfach mal ja. Das muss man ausgerechnet haben. Hätte ich wirklich nicht gedacht. So, das ist der Zug 30, der wird jetzt zur Zug 12. Nee, nicht 312. Zack. Guck mal, merkt sich das da aus? Das merkt sich das sogar auch. Super. Ah, zack und zack. Und das werden jetzt zwei andere Züge werden. Und dieser ist dann nicht mehr 3001, sondern 1201. Und dieser 1202. Gucken wir mal. Der hat dasselbe Schema wie Alfhausen zur Rock. Und den setzen wir jetzt hier auch so ziemlich dasselbe ran. Der hat schon 88. Da würde ich nämlich noch einen dranhängen. Oder? Nee. Einen wegnehmen lieber, oder? Na, ich mach 88. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zack. Ja. So. Die können wir auch wegmachen. Dann haben wir hier Hilst Valmo. 8 Stück hat er dran. Der fährt nicht voll. Hat aber auch 18 Minuten. Und macht gerade mal so knapp. Knappen 100.000er plus. So, da tun wir den jetzt am besten erstmal. Er hat schon einen Fahrzeugersatz. Hat er schon. Ist das die neue? Ist nicht die neue, ne? Ey, der hat doch eine alte. Der hat die hier, die 45. Die hat da viel mehr Zugkraft hier. Jetzt mal hier ran. 22, 33, 44, 55, 66. Nehmen wir auf ja. Beltheim, Emmershausen. Sollen wir erstmal umbenennen? Die heutige Folge geht auch ein bisschen länger. Ich habe es gerade gesehen. Dann der Zug 14. Ach so, hier, Valmo ist dann ETC 1301. Haben wir irgendwas dazu noch geschrieben? Absalam? Nö, haben wir nicht. Oh, jetzt habe ich das nicht bestätigt. Ja, hier war das. Klar, Moment.
So, da bin ich wieder. Ah, zack. Oh, fahren hier am besten mal mit. Schaut doch schon etwas älter aus. Und hier steht da jetzt auch, kann man es vielleicht ein bisschen besser lesen. Esmeralda Transport Company. Es wird auf jeden Fall überarbeitet. Ich würde mich aber freuen, wenn ihr mal ein kleines Feedback da lasst. Guck mal hier oben, ne? Das Ding ist da. Zack. 99.000. Super. Wir haben 24 Millionen. Ist doch krass, oder? Machen nächste Folge weiter, meine lieben Freunde. Bis dahin. Ciao, ciao.